Hallo liebe Unartigen, hier ist für euch die Narie mit dem Holly von der letzten Instanz. Hallo Holly. Servus. Ja, dann hätte ich so ein paar Fragen an dich. Und zwar, was war bis jetzt der beste Auftritt von euch? Der beste Auftritt? In der gesamten Laufbahn, also in meiner Laufbahn als Sänger der letzten Instanz, würde ich sagen, das waren die Konzerte in China. Mhm. Guangzhou, Beijing, Wuhan. Und letzte Woche das Konzert in Moskau. Und natürlich in Deutschland. Sowas wie Wacken, Blackfield. Und natürlich ein paar eigene Clubshows, wobei ich jetzt also nicht sagen kann, in welchem Ort und so was. Einfach die Vielzahl der Clubshows haben mir auch Spaß gemacht, ohne da jetzt einen Favoriten nennen zu können. Mhm. Wo du gerade gesagt hast, mit Moskau und in China, was ist so der Unterschied? Weil es sind ja verschiedene Kulturen, die da sind. So, wie ist der Unterschied von den Fans her? Da gibt es gar keinen großen Unterschied. Nee. Okay. Also so wie man nicht so wie man meint. Die Leute, die dort zum Konzert kamen, in China waren es so, ich glaube, so an die insgesamt 25.000. Mhm. In Moskau waren es an die 100. Okay. Aber trotzdem muss ich sagen, das Gefühl auf der Bühne war geil und das Gefühl, das die Fans uns gegeben haben, war genau dasselbe großartige Gefühl wie hier in Deutschland. Okay. Wie war es denn für dich, das erste Mal auf einer großen Bühne mit der Instanz zu stehen? Oh, das erste Mal am 11. Juni 2005 auf dem Woodstage. Davor hatte ich mit meiner kleinen Berliner Band maximal 3000 Leute bespaßt. Und mein drittes Konzert mit der letzten Instanz war dann halt gleich das Woodstage in Dresden. Da waren dann auch 25.000 Leute da und wir mussten Marilyn Manson supporten. Da ging mir dann doch schon ein bisschen der Arsch auf Grundreis, aber ich habe es überlebt. Ja, gut. Wo wir gerade bei Marilyn Manson sind, mit welchen Künstlern würdest du gerne mal auf der Bühne stehen? Also supporten oder so? Da gibt es ganz viele. Da geht es nicht um Support oder wer wen supportet, sondern einfach mit denen gemeinsam Kunst zu machen. Unter anderem, klingt jetzt vielleicht ein bisschen ulkig, Christina Stürmer oder Natalie Avalon. Ja, vorrangig natürlich Mädels, als Sänger. Ich finde ja Mädels immer besser. Sonst kann ich eigentlich nicht klagen, weil mit den Leuten, mit denen ich gerne auf der Bühne stehen würde, stehe ich gerne auf der Bühne schon. Genau, was macht ihr, wenn ihr nicht auf Tour seid? Also so privat? So. Ja, da kann ich nur von mir reden. Ja, klar. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Da macht natürlich, der Benny ist zum Beispiel Familienpapa, ne? Da geht die Familie ganz klar vor. Mhm. Ich habe auch meine Tochter, aber die ist schon ein bisschen größer. Ich persönlich sitze zu Hause und schreibe entweder schon an weiteren Texten für die letzte Instanz. Zum großen Teil schreibe ich aber an meinen eigenen Geschichten, Romanen. Na, jetzt kürzlich gerade eine Hölderlin-Biografie verfasst, obwohl es ja da schon Tausende gibt. Da möchte ich jetzt demnächst gerne ein Hörspiel machen über Hölderlin. Ja, das sind so lauter kleine Projekte, die sich ein Mensch vornimmt, der zu viel Zeit hat. Also ist das definitiv geplant, dass von dir auch noch so ein paar Bücher rauskommen? Ja, natürlich. Auch noch Kinderbücher? Ja. Super. Ja, da ist auch gerade eins in der Mache, das dauert aber noch. Ja, ist gut. Aber die Instanz geht natürlich vor. Mhm. Gerade jetzt, wir sind wieder dabei, ein neues Album zu machen. Wir sind mittendrin in der Produktionsphase. Da habe ich natürlich wenig Zeit und auch wenig Muße, an meinen eigenen Projekten weiterzuarbeiten. Mhm. Genau, wo wir gerade beim Album auch sind, wann kommt das circa raus und vielleicht schon alles, so ein Titel? Wenn alles so klappt, wird es wahrscheinlich August, September 2012 erscheinen. Und auch wenn ich jetzt von der Plattenfirma wahrscheinlich eins hinten drauf kriege, ich darf es noch nicht sagen, aber ich sage es schon mal ewig. Super. Barbie, Erfahrung mit einem Ich. Also haben wir schon gedacht, dass das so nach schuldig, heilig. Ich meine, das ist ja auch klar, was soll da kommen? Schuldig, heilig, ein ewiger Kreis. Das ist ja eine Fortsetzung von den beiden, das ist ja eine Trilogie. Ja. Geht das dann auch wieder größtenteils so um die Engelsgeschichten nebenher? Das ist ja also das Komische, dass das immer so als Engelsgeschichten aufgefasst worden sind. Wir haben das eher gesehen als metaphysische
makrokosmische Sache, in der nicht nur Engel eine Rolle spielen oder, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, dass Engel nicht immer nur gut sein müssen. Ne? Klar. Also jeder Schuldige hat eine Vergangenheit, nee, jeder Heilige hat eine Vergangenheit, ja? Und jeder Schuldige hat eine Zukunft. Mhm. Ja, das ist ob nur Engel oder Teufel, das ist egal. Das drückt sich auch weiter natürlich in dem dritten Album aus. Sehr schön. Damit beschäftigen wir uns weiterhin. Ja. Das ist gut. Gibt es auch wieder ein Lied, wie zum Beispiel Der Garten, was in einer anderen Sprache gekoppelt ist, oder bleibt alles deutsch? Nein, diesmal bleibt alles deutsch. Zumindest ist es so, wie es bis jetzt ist. Kann sich natürlich noch ändern. Wir haben ja noch über ein halbes Jahr Zeit. Und da wird sich auch noch einiges in dem einen oder anderen Song ändern. Aber so, wie es jetzt aussieht, erstmal ist es ein rein deutschsprachiges Album. Wir wissen auch noch nicht, ob wir Gastsänger oder Gastsängerinnen mitnehmen. Mal sehen. Ja, weil auf den letzten Mal ja auch, da war ja Leandra bei. Ja, das ist immer so, dass wir eigentlich von Album zu Album immer noch einen Künstler mit reinnehmen. Momentan gibt es 2-3 Lieder, da könnte es passen, aber wir sind einfach noch nicht auf dem Stand, wo wir schon sagen können, wo es hingeht. Okay. Wird es auch wieder ein Musikvideo geben? Natürlich. Gut. Wir wissen auch noch nicht wozu, aber es wird eins geben. Egal, Hauptsache zu irgendeinem Lied. Ja. Und weißt du schon, ob das Albumcover auch vom Ingo das weiß ich schon. Sein wird? Ja, der Ingo Römling, den haben wir auch wieder, konnten wir mitverpflichten. Er hat sich sehr auch darüber gefreut, dass er wieder mit im Boot ist. Und ich glaube, er sitzt jetzt gerade zu Hause und malt schon fleißig. Da hoffen wir mal, damit es auch rechtzeitig fertig ist. Ja. Ich bin schon wieder genau da. Du hast gerade gesagt, in der Freizeit schreibst du die Texte. Zum großen Teil. Ja, ich schreibe sie nicht alleine. Ich schreibe sie nicht alleine. Der Benny Cellini macht sehr, sehr viel mit. Also ist eigentlich immer so, dass ich schreibe den Text und er lektoriert den oder umgekehrt. Ja, und dann kommen natürlich auch Ideen von anderen Leuten in der Band. Aber zum großen Teil schreibe ich die Texte, dann kommt der Benny und dann kommen die anderen aus der Band. Gut. Gibt es dazu auch wieder eine DJ-Tour? Mit Mutti Stolz? Ja. Ja, sicher. Gut. Ja. Alles klar. Oder wir jetzt, ne? Ja. Du meinst als neuen als Album. Promotion-Tour, genau. Sozusagen. Das wird sicherlich geben. Da wissen wir aber auch noch nicht so, wie da das Handling ist. Ja, klar. Es geht erstmal nur um das Album. Das muss schick werden. Das wird damit bestimmt. Steht und fällt. Und wenn das fertig ist, können wir uns überlegen, was wir damit machen und wie wir das angehen. Okay, wie bist du zur Musik selber gekommen? Och, je, das ist ja lange her. Das hat, glaube ich, mal so angefangen, naja, wie, glaube ich, bei jedem jungen Typen in der Pubertät, der sich fragt, wie kriegt er Mädels ab? Und wir waren zu fünft in der Klasse und haben gesagt, naja, das Einfachste ist, wie New Kids on the Block, machen wir das auch so. Da konnte noch keiner irgendein Instrument spielen, da waren wir also alle Sänger. Und dann hat sich das irgendwo so rauskristallisiert, es spruch sich rum, dass da 5 Leute gibt, die Musik machen wollen. Dann hat der eine hat aufgehört und der andere aufgehört, dann kam der einer dazu und so weiter. Ein stetiger Prozess des Handelns. Und ich habe dann irgendwann überlegt, naja, um die Mädels zu bezirzen und um auch mal alleine da stehen zu können, lernst du Klavier. Dann habe ich Klavier ein bisschen gelernt und fand es dann aber auch ganz schnell scheiße, weil man Klavier nicht mit an den Strand nehmen kann. Ehrlich, nein. Und habe dann Gitarre noch gelernt, das war dann besser. Ja, und habe mit Gitarre am Strand immer gesungen, auf Usedom und auf Rügen. Ja, und das fanden viele Menschen toll. Und da dachte ich, yes, das wird mein Leben. Okay, und dann kam ich irgendwann hier an. Genau, und ihr habt ja einen Titelsong zu der U18 Eishockey-WM gemacht. Wie kamt ihr dazu? Spielst du Eishockey oder einer von euch? Nein, das war wie die Jungfrau zum Kinde wahrscheinlich. Da stecke ich gar nicht so drin, da kann ich gar nicht so Informationen dazu geben. Bin ja bloß der Sänger. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Eishockey-WM fand ja in Dresden und in Krimmitschau statt. Die Band kommt aus Dresden, also wird es dort sicherlich irgendwelche Kontakte gegeben haben. Wo man beispielsweise den Holiday oder Benny Cellini oder Mutti Stolz gefragt hat, Mensch Jungs, habt ihr nicht Bock? Wir finden euch toll, könnt ihr nicht was für uns tun? Und das Album kam ja gerade raus, heilig. Und sind die wahrscheinlich das Album mal durchgegangen und haben gesagt, okay, dieses Lied könnte für uns passen. Und dann nahm das so seinen Lauf. Ne? Das ist super.
gut. Also wenn man sich die letzten beiden Titel anschaut von den Alben, Schuldig und Heilig, da stellt sich mir die Frage, wie stehst du zu Gott? Wie ich zu Gott stehe? Oh. Das ist so eine Frage, die geht keinem was an. Mhm. Also ich muss Gott nicht für andere Menschen definieren, ich definiere Gott für mich alleine. Genauso sieht es mit dem Glauben aus. Ich glaube alleine und muss nicht jemand anders meinen Glauben aufdrücken oder meinen Glauben erklären, weil ich glaube, da sind wir dann wieder beim Glauben. Ich glaube, dass ich meinen Glaube durch meine Taten und durch meinen Wandel ausdrückt, so wie sich dein Glaube ausdrückt. Ja. Also Worte sind viel zu wenig, dieses Korsett ist viel zu eng. Gut. Moin. Gut, da stellt sich mir auch noch eine Frage, was jetzt nichts mit Gott zu tun hat. Wie kamst du zu deinem Künstlernamen? Weil er ist ja nicht von deinem Namen so abgelenkt. Holly Lohse. Genau. Ja, also Lohse ist mein Nachname. Und Holly ist auch eine lange Geschichte. Ich versuch's mal kurz zu machen. 1987 kam der Film Top Gun in die Kinos. Im westdeutschen Raum. Im ostdeutschen Raum natürlich erst nach der Wende. 91 kam dann Top Gun im Osten in die Kinos. 91 hatte ich, glaube ich, meine Jugendweihe und habe dort ein Amiga 500 geschenkt gekriegt und dazu ein Spiel mit Namen Interceptor. Mhm. Interceptor war eine Flugsimulation. 4, 5 Leute aus der Klasse haben das gleiche Geschenk bekommen zur Jugendweihe und wir haben uns dann halt immer zusammengesessen nach der Schule und haben halt ordentlich gezockt. Ja, und dann kam, wie gesagt, der Film in die Kinos und dann haben wir gedacht, okay, wir verarschen jetzt alle und geben uns die Codenamen aus dem Film. Also, da gab es den Cougar, Maverick, Iceman, Slider, Viper, Hollywood, ne? Und Hollywood war ich. Ich war der Einzige, der es bis heute durchgehalten hat. Die anderen haben alle wieder ihren bürgerlichen Namen angenommen. Ach, wie langweilig. Ja. Kann ich noch eine Geschichte zu erzählen, was sehr, sehr tragisch war. 14, 15, ich war gerade angehender Musiker, hatte also dementsprechend einen Haufen einen Arsch voll Weiber. Und eine junge Dame rief bei uns zu Hause an und meine Mutter war schon sehr genervt, weil sie mich nicht mehr mit meinem richtigen Namen anreden durfte, sondern nur noch mit Hollywood und Holly. Und da rief diese junge Dame an bei uns zu Hause. Meine Mutter ging ans Telefon und sie muss wohl gefragt haben, kann ich mal Hollywood sprechen? Da sagte meine Mutter ganz genervt, nee, hier ist nicht Hollywood, hier ist Berlin, und legte auf. Tja, die junge Dame habe ich nie wieder gesehen. Schade. Ups. Danke, Mama. Gut, meine Abschlussfrage, und zwar, wo siehst du dich in 10 Jahren? In 10 Jahren? Mhm. Na doch, wieder neben dir, oder? Kann man einrichten. Heute in 10 Jahren das wieder neben dir. Leben ist alles im Fluss. Mal gucken. Gut, das war's eigentlich schon von mir. Mehr Fragen habe ich nicht. Tschüss.